Hey Freunde des unbegrenzten Zombie-Tötens und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zombie. Und wir sollen ja jetzt diese kleinen beschissenen Briefe zusammensammeln für unseren Arzt da. Warum auch immer. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal hier an das Portal rein, um uns voll lauern zu lassen von unserem Guide. Da bist du ja. Was hast du da im Palast getrieben? Na egal. Ich hätte da eine Idee. Ja, es wird von einem Militärlager am Palast berichtet. Dem Befehl hat Colonel Waverly, mein alter CEO beim Desert Storm. Sag ihm, der Prepper schickt dich. Du könntest ein paar bessere Waffen gebrauchen und ein wenig C4 könnte auch nicht schaden. Ah, gut, alles klar. Also das ist ja ganz super. Wir sollen in einem Militärlager und sollen uns damit richtig dicken Waffen ausrüsten und natürlich geilem C4, mit dem wir die hässlichen Stinker dann einfach mal gnadenlos in die Luft sprengen können. Ja, das hört sich richtig toll an. Das ist genau das, was ich brauche. Vorher rüste ich mich ja also erstmal dementsprechend aus mit den Sachen, die ich benötige für diese Mission. So, Pistolenmunition, zack, zack, zack. Gut, alles klar. Den ganzen Krasempel brauchen wir. Die Taschenlampe machen wir mal aus. Es ist hier hell genug. Ein bisschen Batterie sparen. Und dann haben wir jetzt genug Upgrade-Teile. Damit möchte ich erstmal meine Waffen upgraden. Erstmal kriege ich die Pistole mehr Kapazität. Jawohl, finde ich gut. Dann sollten wir die Feuerkraft mal etwas erhöhen. Und die Streuung verringern. Genau, dasselbe möchte ich nochmal für den Karabiner machen. Nee, nicht fürs Schrotgewehr, sondern für den Karabiner. Auch der soll mehr Munition bekommen. Und eine höhere Schusskraft. So, super Sache. Das sollte ja dann erstmal erstklassig laufen alles. Schön hier upgradet hier unsere Ballermänner. Und dann wollen wir doch mal gucken, wie wir hier zu diesem Militärcamp kommen. Um da hinzukommen, müssen wir wahrscheinlich erstmal wieder Richtung Buckingham Palace laufen. Zum Glück zeigt unser Hut uns ja immer ganz fleißig an, wo es lang geht. Von daher alles kein Thema. So, drunter durchgeschlichen. Dann hier lang. Gut, letztens sind wir das Spiel immer wieder abgereiert. Also ich habe jetzt mal wieder einen neuen Bug entdeckt. Das war also ein Zombie, der wollte auf mich zuschlagen. Und auf einmal pum war das Spiel Zombie ohne Y und ohne I einfach mal aus. Ja, ganz klasse. Übrigens, Freunde, habe ich mittlerweile auch mitbekommen, warum man wahrscheinlich das Paddel nicht loswerden kann in diesem Spiel. Nämlich in der Wii U-Version bei Zombie U, da hat man nur diese eine Nahkampfwaffe gehabt, dieses Paddel. Da gab es diese anderen Nahkampfwaffen nicht, wie es jetzt in der PC-Version gibt. Vielleicht ist deswegen der Bug hier immer noch drin, beziehungsweise wurde das nicht rausprogrammiert, dass man das Paddel wegschmeißen kann. Ist natürlich ein bisschen doof, ne? Sollten sie vielleicht mal machen. So, da vorne haben wir jetzt einen brennenden Stinker. Ich verstecke mich mal hier und hol schon mal mit der Keule aus. Zieh den einen über. Oh, der ist auch fix, der Typ. Ihr habt das gesehen, wie schnell der auf jemanden in die Ecke stand und mich da echt böse angeguckt hat. Naja, hier nützt hat es ihm alles nicht. Er kriegt jetzt hier von mir den Gnadenschuss. Und dabei hat er noch eine Streuungsaufwertung dabei. Na, das ist doch klasse. Dafür bringt man doch gerne seine dicken Stinker um. Gar kein Thema, finde ich gut. So, jetzt hier durch die Treppe mal wieder runter. Also wieder diese ewig lange Treppe. Ach, das dauert, ey. So, hier durch. Links, rechts geguckt. Alles schön. Gut. Raus. Rüber hier laufen. Ah ja, da sind wir schon mal am Ladescreen. Wir müssen jetzt bei dem Eingang zum Buckingham Palace wieder rauskommen. Normalerweise. So, Ladescreen weg. Schnell mal hier rüber, hier Flitz. Hier mal wieder wie die Ratten durchgeklettert. Kein Zombie in Sicht, freie Bahn. Die Raben von Lee rufen alle Überlebenden. Die Evakuierung beginnt, wenn die Glocken des Towers läuten. Ich wiederhole. Grünes Licht für die Evakuierung. Son of a bloody Kelly. Ich dachte, sie wäre tot. Aber beachte sie nicht. Die Raben könnten nicht meine Orgie im Puff organisieren. Evakuierung? Scheiße. Die knallen dich hier ab und klauen dir deinen Pop. Ah ja, alles klar. Also, unser Guide, der wettert hier so ein bisschen gegen die Raben. Der meint halt, das sind die letzten Loser. Die könnten mal absolut gar nichts. Und wenn du auf die hörst, ja, dann bist du am Arsch. Ich laufe jetzt hier nochmal zurück, da ich der festen Auffassung bin, dass es hier drüben eigentlich irgendwo noch ein Item für mich gab. Aber, okay, da scheine ich mich verguckt zu haben. Scheißegal. Naja, die Raben wollen in jedem Fall eine Evakuierung starten, wenn die Glocken läuten. Das heißt für mich, das müsste denn so gegen 18 Uhr losgehen, weil hier bei uns in Deutschland, da läuten die Glocken ja auch immer gegen 18 Uhr. Naja, ist scheißegal. Ich möchte jetzt erstmal hier
zu dem Colonel noch irgendwas hin, der unserem Guide ja so krass durch Bosnien oder was weiß ich durchgeholfen hat, von dem er so viel hält. Seh dich nach dem Colonel um, die Keycard für die mobile Waffenkammer. Oh ja, Keycard für mobile Waffenkammer, ja, das finde ich super. So, bezopfte Stinkerin springt da oben von der Wand runter, aber der hauen wir einfach mal ganz schnell die Rübe runter. Und jetzt haben wir da drüben so ein riesenfettes Hut. Ich denke mal, da wird der Colonel denn sein. Da müssen wir bestimmt hin. Oh, da hinten steht noch eine Stinkerin. Beachten wir die erstmal nicht. Versuchen wir erstmal hier oben lang zu kommen und kloppen wir den da vorne erstmal eine rein. Und hoffentlich wacht der andere hier nicht auch noch auf. Ja, das war mir klar. Naja, zum Glück könnten wir den direkt einen genauen Stoß geben. Du bist drin, also schnapp dir die Knarren. So, jetzt hat es endlich mal geknappt mit Launchstoß, ey. Wurde aber auch Zeit. Ach, hier, Junge. Deine Rübe auch noch ab. Plündern. Ah, hier haben wir die Keycard. Das ist wahrscheinlich der Colonel, der jetzt tot ist. Waverly war einer von den Guten, weißt du? Er hat meinen Arsch durch Kuwait gebracht und noch weiter. Ein Mann von Ehre. Ah ja, alles klar. Also er hält wirklich ziemlich viel von diesem Colonel hier. Ein Mann von Ehre. Da er ihn halt lebendig aus dem Krieg wieder zurückgebracht hat. Und wir haben jetzt einfach mal die Keycard geklaut. Wir sollen jetzt normalerweise hier nach links laufen. Ich würde allerdings gerne den Stinker da vorne noch eine reindrücken. Ah gut, was soll es, wenn das hat, sagt, lauf nach links, dann laufe ich nach links. Soll ich da unten durch? Ich probiere es einfach mal. Wenn nicht, muss ich halt hinten rum. Mal gucken, mal, vielleicht können wir ja reinkrabbeln. Ja, wir können reinkriechen, okay. Gucken wir hier mal durch. So, hallo. Keiner da. Ich aktiviere mal meinen Scanner. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Interessantes. Nee, sieht erstmal nicht so aus. Ja, toll. Und hier vorne kommen wir dann auch nicht weiter. Na, das ist ja mega geil. Wozu haben sie den Part überhaupt... Ja, ich wollte gerade fragen, wozu haben sie den Part überhaupt eingebaut? Und jetzt sehe ich aber den brennenden Stinker da vorne. Ich muss jetzt auch mal versuchen, rauszukommen, um den halt einen zu drücken. Und da kriegt er noch eine von mir und noch eine. Immer rauf auf den Nuschel. Jawohl, bei der ersten Abmahnung, da bleibt es nicht. Es kommt zu einer einstweiligen Verdunklung, Kollege. Ja, jetzt leg dich hin und lass dir den genauen Stoß auf den Nuschel verpassen. Noch nicht. Na, denn aber jetzt. So, gucken wir mal. Ach, guck einer ein. Also jedes Mal, wenn wir so einen brennenden Typen hier niedermachen, dann kriegen wir so eine Streuungsaufwertung. Na, das ist ja eine tolle Sache. Ja, der Stinker da hinten, der ist im Wasser. Am besten ich knall den ab. Problem ist nämlich, im Wasser kann ich nicht schlagen. Daher sollte ich den hier schön eine verpassen. Das Ding hat auch gesessen, aber ich glaube, der steht nochmal auf. Das hat es in jedem Fall in dem Bereich immer noch rot. Ne, oder? Steht doch nicht mehr auf. Nehmen wir doch mal den Scanner. Infizierter leer. Okay, das scheint ein tödlicher Schuss gewesen zu sein. Naja, tolle Wurst. Laufen wir doch mal hier rüber. Oha. Hier scheint schon ziemlich gemetzelt worden zu sein. Und ich führe das weiter. Das ist gut so. So, Freunde. Gucken wir mal, wo könnten wir jetzt hier weiter... Ich scanne zur Sicherheit nochmal ab. Infizierter, Infizierter. Ja, ganz schön viele Infizierte hier. Im Endeffekt jetzt im Sumpf drinne, beziehungsweise im Wasser drinne. Ich lasse sie am besten mal alle rauslaufen, so wie den jetzt. Und klatsch den dann mal richtig schön eine über. So, du, deine Rübe auch noch ab. Und deine kann doch auch noch fallen. Ja, ich bin so ein herrlicher Kopfabschlager. Ich mach das gern. Beide natürlich mal wieder leer. Es war nichts anderes zu erwarten. Der Infizierte da vorne liegt bloß noch blöde rum. Ich guck nochmal in die Richtung. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas zum Sammeln? Nee, nicht. Na gut, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich durchs Wasser durch. Nützt alles nix. Das war ja arschklar. Der Infizierte lebt natürlich. Ich muss jetzt erstmal wieder irgendwie versuchen, hier Land zu gewinnen. Damit ich hauen kann. Ja, von hier aus geht das ganz gut. So, und Wurf auf den Schädel. Na, kommt keiner von hinten. Sehr gut. Jawohl. Na, noch keiner von hinten. Wunderschön. Und jawohl. Ah, jetzt hier. Anstoß, komm schon. Ach, ne. Da hat er mich doch kurz vorher echt nochmal am Bein gekratzt. Na, ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier so Feines? Objektkuchen. Ah, das finde ich gut. Das finde ich gut. Objektkuchen ist sehr gut, weil Objektkuchen tut mich heilen. So, fressen. Schönes Ding, da haben wir gleich mal wieder volle Leben. Hier können wir nochmal durchkrabbeln.
Na, ich mach's einfach mal, aber mit Licht an. Das scheint ein bisschen längerer Gang zu sein. Ne, da vorne ist doch schon zu Ende, okay. Schauen, was uns hier so erwartet. Gibt's hier irgendwas Schönes zum Plündern vielleicht? Tierfleisch. Hm, na, klasse. Eine Ratte. Die muss ich auch noch selber schlachten, oder was? Na, so wie der eben gerade auf die Trophy geschlagen hatte. Also, dass da noch was übergeblieben ist, das ist bezweiflungswürdig. Na gut, na gut. Wo geht's weiter? Wahrscheinlich hinten im Nähe. Ich muss noch wieder ins Wasser rein. Das kotzt mich natürlich ein bisschen an. Ich versuche mal hier am Rand zu laufen, damit ich nicht ins tiefe Wasser reinkomme und deswegen auch immer noch schön zuhauen kann. Ja? Abends immer schön Apfel, damit man auch morgens noch kräftig zuschlagen kann. Das ist wichtig, Freunde. So, da sind schon die nächsten Stinker, die kräftig eins ins Maul rein wollen. Und das kriegen sie auch besorgt. Gar kein Problem. Plündern, nichts drin. Ja, was ist denn hier, Olle? Auch nichts drin. Na gut. Mal Licht an hier. Hat hier irgendwann mal eine Nebellampe. Das ist ja nervig. Oh, ein Kameragerät, das wir hacken können. Verbunden mit Netzwerk. So, sehr schön. Jetzt haben wir schon mal eine Karte. Ja, das ist doch was Feines. Das brauchen wir. Hm, ist auch nichts. Aber wo soll ich denn überhaupt lang? Laut Karte geht's doch hier nirgendwo mehr lang. Ja, da hinten geht's doch auch nicht weiter. Da war ich doch nur schon. Ah, jetzt sind wir hier wieder im tiefen Wasser. Ich muss den Rucksack mal wieder hochnehmen. Ich glaube, wenn ich mir das halt so angucke, dann möchte das, dass ich in den Buckingham Palace reinlaufe. Naja, okay, würde ja auch Sinn ergeben, ne? Weil schließlich ist es ja die Waffenkammer des Buckingham Palace, wo ich hin soll. Naja, machen wir das einfach. Ist ja nicht schlimm. Müssen wir hier vorne rein. So, lang, hier lang, da oben lang. Warum denn jetzt auf einmal da oben lang? Ah, jetzt muss ich das Ding hier knacken. Ultra heavy sowas, Freunde. Da braucht er echt übel Brain für und ein krasses Geschick. Für diese Dietrich-Rätsel. Unfassbar krass, wie die sind, ey. Ja, hier wackelt er und bumm, da ist die Tür offen. Meine Fresse, wie ich das wieder gemacht habe. Ah, und hier ist das Waffenlager, oder was? Oh, ein bisschen Licht. Gut, jetzt schnapp dir, was du tragen kannst und dann zurück ins Safehouse. Ah, da war schon mal ein Brief, alles klar. Und jetzt soll ich mir noch greifen. Entschuldige, dass ich mich einfach in deinen Funk einklinke. Aber die Raben von Sie planen eine Evakuierung über den Tower von London und brauchen jeden Mann. Hilf uns und wir bringen dich raus. Mhm. Na jetzt. Jetzt wird's komisch. Jetzt auf jeden Fall wollen zwei Leute schon was von mir. Also da komme ich nicht so wirklich mit klar. Das ist immer so eine Sache. Da muss ich sagen. Gutes altes C4. Im Kampf sinnlos. Aber es gibt nichts Besseres, um sich den Weg frei zu schaufeln. Ja, ich bin da immer so ein bisschen entscheidungsunfreundlich, ne? Wo ich dann immer so sage, ja, was mache ich denn, du? Ich würde eigentlich viel lieber hoffen, dass es hier klare und deutliche Richtlinien gibt, an die ich mich halten kann und nicht viel überlegen muss, aber dazu kommt es anscheinend nicht. Na gut, jetzt muss man erstmal gucken, dass wir hier wieder ein bisschen Platz schaffen. 5 Munition für die Armbrust, das gefällt mir natürlich. So, Platz ist geschafft, jetzt kann ich natürlich das Medikit noch mitnehmen. Alles klar, schöne Sache. So, und jetzt, sollte ich jetzt nicht eigentlich zurück ins Safehouse? Wurde das nicht so gesagt? Warum zeigt das Scheißding denn noch da drüben? Ah, ich soll mich bestimmt mit dem C4 da vorne durchspringen. Wo dieser riesige... Alter, sag mal, was? Steh da nicht rum, du bist auf dem Präsentierteller. Was? Meise oder was? Was war das denn jetzt? Oh, die Alte, die snipert hier rum. Oha, fette Zombie-Invasion, fette Zombie-Invasion. Zum Glück ist die Alte mit ihrem Scharfschützengewehr da, die den Stinkern öfters mal noch eins überbrät. Hm, plündern kann ich sie nicht. Sehr schade. Jawohl, ja, schießen kann sie schon mal. Also da kann man ja wohl nicht sagen, dass sie nichts drauf haben. Also, nicht übel. Kollegin. Schön rumgeballert.